Herzlich willkommen zu diesem Videolernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Markus und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Quadratische Gleichungen. Du findest das Arbeitsblatt in einem Link unterhalb von dem Video. Bitte lade es nun herunter und halte es griffbereit. Am besten ist es sicher, wenn du das Arbeitsblatt sogar ausdrucken kannst. Und damit wollen wir auch schon gemeinsam durchstarten und uns zuerst anschauen, was denn überhaupt eine quadratische Gleichung ist. Dafür werfen wir einen Blick auf das erste Fenster im Arbeitsblatt. Und hier steht nun eine Gleichung der Form a mal x zum Quadrat, a mal x zum Quadrat plus b mal x plus c ist gleich 0, nennt man eine quadratische Gleichung. Und wir wollen uns nun überlegen, warum das denn überhaupt quadratische Gleichung heißt. Und dafür schauen wir uns die Variable x in dieser Gleichung an. Genauer gesagt schauen wir uns die Potenzen dieser Variable an. Hier haben wir nämlich ein x hoch 2, also ein x zum Quadrat. Und hier hinten haben wir ein x und das wäre natürlich dasselbe wie x hoch 1. Weil x hoch 1 ist natürlich genau das gleiche wie genau x. Und wenn wir nun die Potenzen in dieser Gleichung ausschauen, dann ist die höchste Potenz namensgebend für die Gleichung. Das heißt, die höchste Potenz ist bei uns die zweite Potenz, also wir haben hier ein x zum Quadrat und deshalb hat diese Gleichung den Namen quadratische Gleichung. Wäre die höchste Potenz zum Beispiel die dritte Potenz, also hätten wir ein x hoch 3 in dieser Gleichung, dann würde die Gleichung den Namen kubische Gleichung haben. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt bei den quadratischen Gleichungen und nun steht hier noch weiter die Zahlen a, b und c sind die Koeffizienten der Gleichung. Das heißt, der Faktor a, den wir mit x zum Quadrat multiplizieren, der Faktor b, den wir mit x multiplizieren und die Konstante c sind alles unsere Koeffizienten. Nun steht hier noch weiter, dass der Koeffizient a ungleich 0 sein soll. Überlegen wir nun gemeinsam, warum dieser denn, also warum wir das fordern, warum fordern wir, dass a ungleich 0 sein soll. Naja, wir haben hier ein Produkt und bei einem Produkt gilt, wenn einer der beiden Faktoren gleich 0 ist, dann ist das gesamte Produkt gleich 0. Das heißt, wenn a gleich 0 ist, dann kommt hier für a mal x hoch 2 gleich 0 raus und damit würde ja das x zum Quadrat aus dieser Gleichung rausfallen und übrig bleiben würde nur b mal x plus c ist gleich 0. Und jetzt haben wir die höchste Potenz von unserer Variable x wäre jetzt nicht mehr die zweite Potenz und damit wäre das Ganze keine quadratische Gleichung mehr. Und genau aus diesem Grund fordern wir, dass a ungleich 0 sein soll. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt